So, ich möchte euch in ein paar Filmen zeigen, wie dieser Taschenrechner, den ihr jetzt vor kurzem bekommen habt, funktioniert. Eure Aufgabe ist, euch die Filme zu Hause anzuschauen und alles selber auf dem Taschenrechner zu probieren. Das heißt, pro Stunde, den wir den Taschenrechner mal ausprobieren werden, nicht die ganze Stunde lang, aber zumindest für ein paar Aufgaben, solltet ihr euch jeweils den entsprechenden Film anschauen. Es ausprobieren und wir rechnen dann in der Schule gemeinsam einige Aufgaben dazu. Zunächst mal zum Aufbau insgesamt. Der Taschenrechner hat hier sein Display, also seine Anzeige. Hier sieht man, was man eingibt und hier sieht man das auch Ergebnis. Wir werden es natürlich genauer betrachten können und ich werde euch noch ein paar Infos dazu geben, wenn das Gerät an ist. Hier oben die Solarzelle. Der Taschenrechner funktioniert allerdings nicht nur, wenn man helles Licht hat, sondern er hat auch eine Batterie eingebaut, Two-Way-Power hier, Englisch. Und das bedeutet, dass die Solarzelle eben bei hellem Licht Strom liefert. Allerdings auch wenn schwaches Licht ist, funktioniert er dank einer Batterie auch. So, dann haben wir hier eine große Menge an Tasten und neben der Beschriftung auf den Tasten selber gibt es oben drüber, oberhalb von den Tasten, immer noch sehr viel Beschriftung. Was die bedeutet und wie man diese Bedeutung oder diese Beschriftung verstehen darf, kommt auch gleich noch. Zunächst mal nur eine grobe Übersicht. Ganz klar, die weißen Tasten hier, das sind die Zahlentasten und die Grundrechenarten plus, minus, mal und geteilt. Hier haben wir das Gleichheitszeichen, 0 und Komma. Und hier sind zwei Tasten, die wir am Anfang noch nicht so brauchen werden. Diese da bezieht sich auf alte Ergebnisse, die man für eine neue Rechnung verwenden will. Und das ist mal 10 hoch irgendetwas. Vielleicht generell, hier steht öfters mal hoch ein x, nicht zu verwechseln mit diesem x für mal. Bitte, da sieht man den Unterschied hier unten zum Beispiel. Und zwar ist hier ein x, das ein bisschen geschwungen ist. Dieses x steht für eine Zahl, die man eingibt. Das werden wir noch an einer Funktion hoch 2 dann auch noch mal genauer anschauen. Wichtig sind diese gelben Tasten. Die haben die Funktion zum Löschen. Auch das werden wir noch genauer ansprechen. Hier oben habe ich Funktionstasten, die für ganz bestimmte Rechnungen und Rechenarten und noch ein bisschen mehr da sind. Da werden wir einen Teil schon nutzen. Aber viele Dinge sind dann eher für die späteren Klassen notwendig. Hier oben, das sind solche Zusatztasten, wie man sie auch vom Computer kennt, zum Beispiel die Steuerung oder die Shift-Taste. Und hier gibt es ja tatsächlich auch eine Taste Shift und noch ein paar andere. Hier diese große Taste hat vier Pfeile drauf, dazu gleich noch mehr. Diese Taste ist vor allem jetzt wichtig, denn sie schaltet uns den Rechner an. Gleich mal zum Display. Wir haben hier die Einfügemarke. Am Computer nennt man das ja auch noch den Cursor. Und das ist jetzt wahrscheinlich hier im Film nicht so gut zu erkennen. Da müsst ihr bei euch mal nachschauen. Oberhalb des Eingabebereiches gibt es ganz oben eine Zeile, wo man erkennt, welche Anzeigen möglich sind. Und das ist nur ein D und ein Math. Also Mathe sozusagen hier richtig schwarz dargestellt. Diese Einstellungen sind sehr wichtig. Es kann passieren, dass hier aus Versehen oder wenn jemand anders auf eurem Taschenrechner irgendwie rumtippt, etwas verstellt. Und da, wenn dieses nicht dasteht, D und Math, kann es dazu kommen, dass ihr quasi falsche Ergebnisse habt. Und deshalb achtet darauf, wenn sich der Taschenrechner irgendwie merkwürdig verhält und nicht das oder ähnliches herausgibt, wie ihr euch vermutet. So, nun mal eine ganz einfache Rechnung. So, ich habe eine Rechnung hier aufgeschrieben. Und die Eingabe geschieht jetzt so, dass wir bei diesen modernen Taschenrechnern das einfach so eingeben, wie es da steht. Bei alten Taschenrechnern, wenn ihr zufälligerweise so einen habt, ist es leider so, dass die Eingabe teilweise ganz anders war.
Was halt ganz praktisch ist, ich kann eben genau eingeben, wie es da steht und ich sehe die Rechnung bzw. das, was ich eingetippt habe, noch. Also geben wir mal ein, 3 mal. So, jetzt benutzen wir mal die braunen Tasten, da ist nämlich das Klammer-auf-Symbol. Plus 4 plus 8, Klammer zu. So, das ist jetzt die Rechnung und diese Rechnung wird durchgeführt, wenn ich das gleiche Zeichen hier unten drücke. Man sollte generell immer mal auch überlegen, ob das Ergebnis sein könnte. Da ihr eben noch nicht so viel Erfahrung habt, solltet ihr immer mal im Kopf kontrollieren, ob es überhaupt hinkommt. Das ist 4 plus 8 gibt 12, einmal 12, 36, stimmt also auf jeden Fall. Nun ist es ganz praktisch, dass ich, wenn ich mich zum Beispiel vertippt habe, wenn es nicht eine Rechnung 4 plus 8, sondern vielleicht 5 plus 8 sein soll, dass ich es nicht nochmal alles von vorne tippen muss. Und da kommen jetzt diese Tasten hier zum Einsatz. Und zwar muss ich jetzt nicht löschen, sondern ich kann diese Rechnung, die ja noch hier steht, quasi wiederverwenden, indem ich auf den linken Pfeil drücke. Man sieht, dass das Ergebnis verschwunden ist und der Cursor jetzt hier hinter der Rechnung wieder angezeigt wird. Ich kann jetzt in der Rechnung mich bewegen mit den Pfeiltasten, rechts und links drücken. Und wenn ich die 4 durch eine 5 ersetzen will, dann setze ich den Cursor hinter die 4, drücke die Delete-Taste, und zwar Achtung, nur die Delete-Taste, nicht AC, und kann dann die neue Zahl einsetzen. Das Gleichheitszeichen bewirkt, dass dann berechnet wird. Ja, das sind 13 mal 3 sind 39. Stimmt also. Kommen wir gerade jetzt mal zum Unterschied zwischen Delete, Del und AC. Dieses AC hat im Gegensatz zu Del eine andere Funktion, nämlich sehr viel umfassender, nämlich dass die ganze Rechnung gelöscht wird. Wenn ich hier jetzt die Taste Del drücke, passiert erstmal nichts. Der Grund ist, es ist kein Cursor zu sehen und es wird nur das gelöscht, was hinter dem Cursor ist. Bei AC dagegen wird alles gelöscht. Und jetzt ist alles weg, also sowohl die Rechnung als auch eben das Ergebnis. So ganz dramatisch ist es nicht, wenn ich sage, ach, ich muss ja die gleiche Rechnung nochmal machen. Oder wie war das Ergebnis? Hier steht ja Replay, also Wiederspielen. Wenn ich nämlich jetzt mit der Pfeiltaste nach oben gehe, ist die gleiche Rechnung wieder zu sehen, die ich eben hatte. Und noch einmal draufdrücken und dann habe ich das, was ich zuerst gerechnet habe. Dann kann ich eben hier in die Rechnung nochmal reingehen und sie nochmal neu durchrechnen lassen. Die AC-Taste funktioniert übrigens auch, dass alles gelöscht wird, wenn jetzt hier der Cursor ist. Ist ebenfalls alles weg. Aber die alten Rechnungen sind immer noch vorhanden. So, nun eine etwas kompliziertere Rechnung. Wir löschen die letzte Eingabe und haben jetzt hier eine etwas größere Rechnung. Hier kommt ein Hoch 3 vor. Hoch 3 ist ja nichts anderes, wie wenn ich eine Zahl dreimal mit sich selber mal nehme. Genauso wie hoch 2 die Zahl mit sich selber zweimal mal genommen wird. Also zum Beispiel 4 hoch 2 ist nichts anderes als 4 mal 4. Für hoch 2 sieht man hier die Taste x hoch 2. Jetzt bedeutet dieses x hoch 2 also, dass ich für x, also eine beliebige Zahl, hoch 2 rechne. Wenn ich die Taste hoch 2 drücke, erscheint hier ein leeres Kästchen. Dieses x steht also für eine Zahl, die ich noch eintippen muss. Momentan sieht man, ist der Cursor jetzt hier am Blinken, quasi in
diesem Kästchen drin. Ich kann aber auch den Cursor nach hinten bewegen und so zum Beispiel aus der Hoch 2 auch eine Hoch 21 machen. Wenn ich aber etwas berechnen will, dann kommt hier ein Syntaxfehler. Was bedeutet, der kann das nicht rechnen. Hier steht AC wie Abbruch, da wird ja alles gelöscht und die Pfeile rechts, links für weiter. Entweder hier komme ich zurück oder so komme ich wieder in die Rechnung. Jetzt muss ich also hier eine Zahl eintippen und 4 hoch 2 ist ja 4 mal 4, also 16. Und das ist auch das Ergebnis, das kommt. Jetzt gibt es natürlich das hoch 3, was hier verwendet werden soll. Und jetzt habe ich aber keine extra hoch 3 Taste. Aber hier über dieser x hoch 2 Taste steht ein x hoch 3. Und das ist eine Funktion, die ich ebenfalls mit dieser Taste ausführen kann, nur nicht normalerweise. Ich lösche mal alles. Ja, wie komme ich jetzt an dieses x hoch 3? Vom Computer kennt ihr das ja auch, dass eine Taste auf der Tastatur mit mehreren Symbolen beschriftet ist. Und wie kommt man dran? Man muss einfach diese Zusatztasten wie Shift, Alt und so weiter verwenden. Hier gibt es aber eben eine Shift-Taste und eine Alpha-Taste. Beim Computer erkennt man das an der Position des Symbols auf der Tastatur. Hier erkennt man es anhand der Farbe. Das Shift ist in so dunkelgelb-beige und das Wort Alpha in rot. Und jetzt kann ich ganz einfach sagen, je nachdem, wie etwas farblich beschriftet ist, wir sind ja hier bei hoch 3, kann ich es entsprechend benutzen mit Hilfe einer entsprechenden Taste. Wenn ich also zum Beispiel 4 hoch 3 rechnen will, kann ich es folgendermaßen machen. 4, dann drücke ich die Shift-Taste. Man beachte, hier oben in der Ecke erscheint jetzt ein S. Das heißt, die Shift-Taste wurde eben gedrückt und dann drücke ich die x hoch 2 Taste, von der ich jetzt allerdings die Funktion x hoch 3 nutze. So, Ergebnis. 4 mal 4 mal 4 sind 64. Also, kurze Wiederholung, wenn ich eine andere Funktion nutzen will, die nicht direkt auf einer Taste drauf ist und sie oben drüber steht, gucke ich nach der Farbe, hier dunkelgelb, benutze die entsprechende Taste und drücke dann die Taste mit der Funktion, die ich benutzen will. So, zur Eingabe meiner langen Rechnung muss ich das hoch 3 erst ganz am Ende ausführen. Also fange ich mal an. Ist gedrückt und hoch 3. So, rechnen, nachrechnen wird jetzt schon ein bisschen schwieriger, aber vom Prinzip müsste es eigentlich richtig sein. Auch hier gilt die Regel, egal wie kompliziert die Rechnung ist, ich kann mit rechts oder links genauso eben hier am anderen Ende dann das Ganze wieder verändern, um zum Beispiel irgendeine Zahl auszutauschen. Nun zum zweiten Teil zur Bedienung des Taschenrechners. Wir haben in der letzten Vorstellung